Unser Ziel ist es, uns davon zu überzeugen, dass sich die Verteilung eines Prozesses auch durch die endlichdimensionalen Verteilungen des Prozesses in eindeutiger Weise festlegen lässt. Was wir gesehen haben, ist, dass die Verteilung des Prozesses ein Maß auf dem unendlichdimensionalen Produktraum E hoch I ist, wohingegen die endlichdimensionalen Verteilungen ein Maß darstellen auf diesen endlichdimensionalen Produkträumen E hoch J. Und was wir sozusagen zeigen wollen ist, oder genau die Frage, die wir uns anschauen wollen, ist, kann man eine unendlichdimensionale Verteilung in eindeutiger Weise festlegen durch die entsprechenden endlichdimensionalen Verteilungen? Dahinter verbergen sich jetzt zwei Fragestellungen. Gegeben die endlichdimensionalen Verteilungen, kann ich A ein Maß auf diesem unendlich-dimensionalen Produktraum konstruieren? Und wenn ja, ist es eindeutig. Und in diesem Lemma 1.3 wollen wir uns der Eindeutigkeitsfrage zunächst widmen. Was ist die Aussage? Also ich gebe mir vor, für endliche J in dieser Indexmenge I, also endliche Teilmengen von dieser Indexmenge I, gebe ich mir vor, Wahrscheinlichkeitsmaße QJ auf diesem entsprechenden endlichdimensionalen Produktraum E hoch J zusammen mit der Produkt Sigma Algebra E Tensor J. Und das ist jetzt die Aussage, dass es höchstens ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q auf diesem unendlichdimensionalen Produktraum E hoch I zusammen mit der entsprechenden Produkt Sigma Algebra gibt, das die folgende Eigenschaft hat, nämlich, dass das Bildmaß von Q unter dieser Projektion PJ für jede endliche Teilmenge J aus I gerade mit unserem gegebenen Maß QJ übereinstimmt. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Also in der Aufgabe 2 haben Sie sicher zu überzeugen versucht, dass die Menge Z der endlich dimensionalen Rechtecke durchschnittsstabil ist. Wozu war das nützlich oder wozu ist das nützlich? Erinnern Sie sich an den Eindeutigkeitssatz für Maße. Dieser besagte das Folgende: Wenn ich zwei Maße gegeben habe, die auf einem durchschnittsstabilen erzeugenden System übereinstimmen, dann stimmen diese beiden Maße auch auf der ganzen Sigma-Algebra, die von diesem erzeugenden System erzeugt wird, überein. Und diesen Satz wollen wir anwenden. Das heißt, was müssen wir machen? Wir geben uns also vor, Elemente aus unserem erzeugenden System. Das heißt, wir betrachten endlich dimensionale Rechtecke. Und ich gebe mir also so ein J vor, was eine endliche Teilmenge ist von unserer Indexmenge i. Ich gebe mir vor, messbare Mengen aj für jedes J in dieser endlichen Teilmenge j. Und jetzt betrachte ich genau diesen endlich dimensionalen Rechteckzylinder der Form, das ist die Menge aller Elemente x aus unserem Produktraum, sodass xj in aj liegt für jedes j in j. Was Sie hier sehen, ist, dass ich diese Menge auch ausdrücken kann als das Urbild unter der Projektion pj von diesem kartesischen Produkt der Menge aj. Was Sie jetzt sehen, ist, dass das, was hier steht, ist ja nichts weiter als die Definition von dem Bildmaß. Das heißt, hier steht, also wir haben, das kann ich auch schreiben, als das Bildmaß von Q unter dieser Abbildung PJ von diesem kartesischen Produkt der Mengen AJ. Und nach Voraussetzung wissen wir ja, dass das Maß Q gerade die Eigenschaft hat, dass das Bildmaß unter dieser Projektion PJ mit dem Maß QJ übereinstimmt. Also kann ich das hier auch ersetzen durch das Maß QJ von diesem kartesischen Produkt. Was habe ich jetzt damit gesehen? Damit habe ich mich davon überzeugt, dass auf diesem durchschnittsstabilen erzeugenden System in der Tat das Maß Q mit diesen entsprechenden
Maßen QJ übereinstimmt. Und jetzt greift der Eindeutigkeitssatz für Maße, der besagt, dass es höchstens ein Maß, also dass das Maß Q eindeutig festgelegt ist durch diese Eigenschaft auf der ganzen Sigma-Algebra. Damit haben wir sozusagen die Eindeutigkeit geklärt. Eine kleine Warnung an dieser Stelle: Die eindimensionalen Verteilungen legen dieses Maß Q im Allgemeinen nicht eindeutig fest. Was meine ich damit? Oder hier ein kleines Beispiel dafür. Also ich wähle mal als Indexmenge einfach die Menge N0, also der natürlichen Zahlen inklusive der 0. Ich betrachte eine Folge von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen. Diese Folge möchte ich mit xj bezeichnen. Und jetzt definiere ich mir eine neue Folge yj einfach auf folgende Art und Weise. Ich sage, yj ist gerade gleich x0. Und das soll für alle n gelten. Offensichtlich, weil unsere Zufallsvariablen identisch verteilt sind, stimmen die eindimensionalen Verteilungen dieser beiden Prozesse überein. Allerdings ist die Verteilung des Prozesses xn natürlich verschieden von der Verteilung des Prozesses yn, weil in dem Fall ist der Prozess yn eine Konstante in n, während in dem anderen Fall das sozusagen verschiedene Werte annehmen kann. Sie sehen also, die eindimensionalen Verteilungen sind nicht hinreichend, um die Eindeutigkeitsfrage zu klären. Nachdem wir sozusagen uns mit der Eindeutigkeit beschäftigt haben, geht es im zweiten Schritt darum, der Frage nachzuspüren, wie sieht es denn mit der Existenz aus? Also kann ich überhaupt, wenn ich endlich dimensionale Verteilungen oder Maße auf endlich dimensionalen Produkträumen mir vorgebe, ein Maß auf dem unendlich dimensionalen Produktraum konstruieren? Und dazu brauche ich den Begriff einer konsistenten Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen. Und das ist nichts weiter als das Folgende. Also, ich betrachte erstmal für jede endliche Teilmenge j aus unserer Indexmenge i, die nicht leer ist, ein Wahrscheinlichkeitsmaß qj auf unserem endlich dimensionalen Produktraum e hoch j zusammen mit der entsprechenden Produkt-Sigma-Algebra. Und dann heißt die Familie dieser QJ konsistent, wenn das Folgende gilt. Ich nehme mir her also zwei endliche Teilmengen aus meiner Indexmenge i mit der Eigenschaft, dass sie nicht leer sind, und die Teilmenge J1 soll enthalten sein in der Teilmenge J2. Und dann soll gelten für diese Elemente aus dieser Familie, damit sie konsistent ist, dass wenn ich mir angucke, das Bildmaß von QJ2 unter dieser Projektion von diesem Teilraum J2 auf diesen kleineren Teilraum EJ1, dass dieses Bildmaß übereinstimmt mit dem Maß QJ1. Und sozusagen als erstes ein kleines Beispiel, dass diese Definition nicht leer ist. Wir haben diese Eigenschaft schon einmal gesehen, nämlich im Zusammenhang mit den endlich dimensionalen Verteilungen eines stochastischen Prozesses. Gehen wir kurz dahin zurück. Es war genau dieser zweite Teil, diese Aussage von Lemma 1.2, der sagte genau das aus, nämlich dass die endlich dimensionalen Verteilungen eines stochastischen Prozesses eine konsistente Familie bilden. Das ist sozusagen der erste Punkt, den ich bemerken möchte. Der zweite Punkt, den ich bemerken möchte, ist ein praktischer Grund. Also wenn unsere Indexmenge gerade aus den natürlichen Zahlen besteht, dann genügt es sozusagen endliche Teilmengen dieser Indexmenge i der folgenden Form zu wählen, nämlich einfach die Mengen j in der Form 0, 1, 2, 3 und bis n für jedes n in n0.
Das heißt, ich muss nicht verschiedene Paare nehmen, es genügt sozusagen, diese Form von Mengen zu wählen. Was ich jetzt Ihnen zeigen möchte, ist ein Beispiel, dass nicht alle Familien von Wahrscheinlichkeitsmaßen zwangsläufig die Eigenschaft haben, konsistent zu sein. Das ist das folgende praktisch relevante Beispiel. Also unsere Indexmenge i sei einfach diese natürlichen Zahlen inklusive der 0. Den Raum E, den wir betrachten wollen, ist einfach unser Raum Z2. Und das Maß Q von dieser endlichen Menge 0 bis n soll gerade die Gleichverteilung auf der folgenden Menge sein. Also die Menge ist, sieht ein bisschen kompliziert aus, ist aber relativ einfach. Ich nehme mir alle Pfade der Länge n plus 1, also das ist dieser n plus 1 dimensionale Vektor in e hoch n, also das sind einfach n plus 1 Elemente aus unserem Z2 mit der folgenden Eigenschaft. Also das möchte ich mal einen Pfad nennen. Dieser Pfad startet in 0. Er darf nur zu nächsten Nachbarn gehen und er soll zudem die Eigenschaft haben, dass er Punkte, an denen er bereits war, nicht noch einmal besucht. Das ist genau diese Bedingung, dass xi ungleich ist xj für alle i und j in dieser Menge 0 bis n. Und diese Menge, um mir die Schreibarbeit etwas zu erleichtern, möchte ich im Folgenden mit an bezeichnen. Und sozusagen auf dieser Menge ist dieses Maß, wie gesagt, die Gleichverteilung. Und dann ist die Aussage oder dieses Beispiels das folgende, nämlich dass die zugehörige Familie dieser Wahrscheinlichkeitsmaße Q 0 bis n von diesen Mengen keine konsistente Familie darstellen. Warum ist das der Fall? Was wir machen müssen, dadurch, dass wir ja die Gleichverteilung vorliegen haben, wir müssen eigentlich nur die Kardinalität dieser Mengen an für einige n's abschätzen, um ein Gegenbeispiel zu konstruieren. Gucken wir uns das einfach mal an. Nehmen wir die Menge A1. Das heißt, das sind Pfade, die aus einem Schritt bestehen. Dieser Pfad startet in 0 und kann sozusagen, dadurch, dass er ein nächster Nachbarpfad ist, nur zu einem der vier nächsten Nachbarn in Z2 gehen. Also entweder nach rechts oder nach links, nach oben oder nach unten. Sie sehen, hier haben wir keine Einschränkungen. Wir können sozusagen in einem Schritt ja nicht irgendwie, wir müssen einen neuen Punkt besuchen, also wir können nicht stehen bleiben. Aber das ist ja schon durch diese Bedingung ausgeschlossen. Das heißt, wie viele Elemente besitzt diese Menge A1? Trivialerweise 4. Gucken wir uns jetzt an, was passiert, wenn wir zur Menge A2 übergehen. Also das sind Pfade, die zwei Schritte machen. Jetzt gucken wir sozusagen an, wenn wir einen Schritt gemacht haben, angenommen, wir sind nach rechts gegangen. Jetzt sind wir an diesem Punkt. Naja, wie viele Möglichkeiten haben wir jetzt weiterzugehen? Was wir nicht machen dürfen, ist, wir dürfen nicht zurückgehen. Aber wir haben die Möglichkeit, nach oben zu gehen, nach unten zu gehen oder einen weiteren Schritt nach rechts zu machen. Das heißt, von jedem dieser Punkte habe ich drei Möglichkeiten weiterzugehen. Das heißt, die Kardinalität dieser Menge A2 ist gerade 4 mal 3 gleich 12. Hier sehen wir auch noch keine Einschränkung durch. Naja, dieser Bedingung haben wir schon eine Einschränkung gesehen, nämlich dass wir nicht zurückgehen dürfen. Fürs Gegenbeispiel reicht A2 noch nicht aus. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Gucken wir uns die Menge A3 an. Und hier passiert jetzt endlich mal was Interessantes. Also wenn wir einen dieser Punkte, die wir nach zwei Schritten erreicht haben, wieder das gleiche Prozedere gehen. Angenommen, wir sind einen Schritt nach rechts gegangen und einen Schritt nach oben, dann sehen wir hier von diesem Punkt aus habe ich wiederum drei Möglichkeiten, meinen Weg fortzusetzen. Ich kann also nach links gehen, ich kann nach rechts gehen oder ich kann nach oben gehen. Oder wenn ich hier zwei Schritte nach rechts gemacht habe, dann habe ich die Möglichkeit, einen Schritt nach oben zu machen, einen Schritt nach unten zu machen, einen Schritt nach rechts zu machen. Und Sie sehen, das sind sozusagen die Punkte, die ich erreichen kann, nämlich die äußeren blauen Punkte. Sowie die vier roten Punkte, die ich hier gekennzeichnet habe. Und jetzt ist es sozusagen entscheidend, wo ich gelandet bin. Und zwar
Erstmal die Menge der Punkte A3. Wir sehen noch keine große Einschränkung. Wie groß ist die Kardinalität? Naja, 4 mal 3. Das waren sozusagen der erste Schritt. Der zweite Schritt mal 3 sind 36 mögliche Pfade. Die Wahrscheinlichkeit ist also ein 36. von diesem Maß Q0, 1 bis 3. Aber jetzt sozusagen im nächsten Schritt, um auf A4 zu kommen, jetzt ist es entscheidend, wo ich gelandet bin, nämlich ob ich auf einem blauen Punkt gelandet bin oder auf einem roten. Wenn ich auf einem blauen Punkt gelandet bin, zum Beispiel auf diesem hier, da kann ich hingekommen sein, zum Beispiel über diesen Pfad, zwei Schritte nach rechts, einen Schritt nach oben, dann habe ich natürlich drei Möglichkeiten, diesen Pfad fortzusetzen. Anders sieht es aus bei den roten Punkten. Angenommen, ich bin bei diesem roten Punkt hier oben gelandet und ich habe den folgenden grünen Pfad genommen. Ich bin von 0 gestartet, ich bin erst einen Schritt nach rechts gegangen, dann einen Schritt nach oben und dann einen Schritt nach links. Und jetzt sehe ich, wenn ich hier gelandet bin, habe ich nur noch zwei Möglichkeiten, meinen Pfad fortzusetzen, nämlich nach links weiterzugehen oder nach oben zu gehen. Der Weg nach unten ist mir aufgrund dieser Bedingung versperrt, weil in 0 war ich schon mal. Das heißt, um die Kardinalität der Menge A4 zu bestimmen, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Also, wie viele Möglichkeiten haben wir, von blauen Punkten fortzusetzen? Drei. Wie viele Pfade enden bei diesen blauen Punkten? Naja, ich habe einen Pfad, der hier hingeht. Ich habe zu dem Punkt drei Pfade, die hingehen, nämlich zwei Schritte nach rechts, einen nach oben oder einen Schritt nach rechts, einen nach oben, einen Schritt nach rechts oder einen Schritt nach oben, zwei Schritte nach rechts. Also hier habe ich drei Möglichkeiten. Aufgrund der Symmetrie sind es hier auch drei. Das heißt, ich habe hier sieben Möglichkeiten. 7 mal 4 sind also 28 Pfade habe ich, die ich mit drei Schritten fortsetzen kann. Und dann habe ich bei den roten Punkten habe ich jeweils zwei Pfade zu einem roten Punkt gehen. Das heißt, ich habe hier 4 mal 2 sind 8 mögliche Pfade, die ich durch zwei weitere Pfade fortsetzen kann. Das heißt, die Kardinalität der Menge A4 ist gerade 100, so ich mich nicht verrechnet habe. Und jetzt das sozusagen, wir wollen jetzt genau diese Projektionseigenschaft oder diese Bedingung der Konsistenz nachprüfen von diesem Maß Q0 bis 4. Projiziert auf die Menge, also unter der Projektion auf die Länge 3, also auf dieses Maß Pi 3, Pi 0 bis 3. Welchen Pfad möchte ich mir hernehmen? Ich möchte mir sozusagen, das ist nur eine Vergrößerung, ich starte 0, das ist mein x0. Ich gehe jetzt einen Schritt nach rechts, das ist mein x1, ich gehe einen Schritt nach oben, das ist mein x2 und dann gehe ich wieder einen Schritt nach links, das ist mein x3. Und Sie sehen sozusagen, wenn ich mir jetzt angucke, ich habe hier, ich gebe genau x0, x1, x2, x3 vor. Ich gucke mir das Ruhebild unter dieser Projektion an. Das können jetzt also die Pfade sein, x0, x1, x2, x3 und dann noch einen weiteren Schritt nach links, beziehungsweise einen Schritt nach oben. Das heißt, ich habe in diesem Urbild liegen genau zwei Elemente. Dadurch, dass Q ja die Gleichverteilung auf dieser Menge war, gibt es sozusagen 2 geteilt durch 100, also ein Fünfzigstel ist genau der Wert dieses Maßes von dieser messbaren Menge. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, die Menge A3 enthält 36 Elemente. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von diesem Pfad x0, x1, x2, x3 ist gerade ein 36. Sie sehen, das stimmt nicht überein. Also haben wir hier keine konsistente Familie vorliegen. Und Sie sehen, es wird immer komplizierter in diesem Modell, die Anzahl der Pfade einer bestimmten Länge explizit anzugeben. Auf der anderen Seite ist dieses Modell relativ relevant, weil zum Beispiel können Sie sich vorstellen, dass das ein Polymer im zweidimensionalen Raum modellieren könnte. Und bei einem Polymer habe ich ja auch das Problem, dass ich sozusagen Monomere aneinanderkette, aber ich kann natürlich, da wo ein Monomer ist, ich kann nicht mehr zurückkehren. Und da ist es relevant, sozusagen auch Modelle auf diesem Raum zu betrachten. Das sind sogenannte selbstvermeidende Pfade, die wir hier haben. Gut, also wir haben gesehen,
sozusagen den Begriff der konsistenten Familie auf der einen Seite. Wir haben gesehen, dass die endlichdimensionalen Verteilungen ein Beispiel sind von einer konsistenten Familie, also die endlichdimensionalen Verteilungen eines Prozesses. Wir haben aber auch gesehen, dass nicht jede Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen eine konsistente Familie bildet. Jetzt möchte ich sozusagen, das war die erste Vorbereitung, langsam uns dem Existenz- oder den Konstruktionssatz für diese unendlich dimensionalen Verteilungen gegeben, die endlich dimensionalen Verteilungen widmen. Dazu brauche ich noch einen Begriff, weil der ist auf etwas abstrakter formuliert. Und den Begriff, den ich dazu brauche, ist der Begriff des polnischen Raumes. Also was versteht man darunter? Ein topologischer Raum, E zusammen mit dieser Topologie. Also die Topologie war ein System von offenen Mengen, also von Mengen, und die Mengen in dieser Topologie hießen offen. Heißt polnischer Raum, falls er vollständig metrisierbar und separabel ist. Klären wir kurz die Begriffe. Vollständig metrisierbar bedeutet das Folgende: Ich habe eine Metrik auf diesem Raum E, und die Metrik hat die Eigenschaft, die offenen Mengen der Topologie zu erzeugen. Das ist das Erste. Und vollständig besagt, dass jede Cauchy-Folge konvergiert. Separabel bedeutet, dass ich eine abzählbar dichte Teilmenge A aus meinem Raum finde, und dicht bedeutet hier, dass der Abschluss dieser Menge A gerade der ganze Raum ist. Das ist sozusagen der Raum, auf dem wir gleich arbeiten werden. Und jetzt können Sie sagen, ach, warum so abstrakt? Nicht weiter schlimm. Praktisch alle Räume, die Sie in der Wahrscheinlichkeitstheorie sehen werden, sind polnisch. Also, Beispiele sind abzählbare Mengen E, diskrete Räume E sind zusammen mit der kanonischen Topologie sind polnische Räume. Bei der Menge Q muss man ein bisschen aufpassen. Die kanonische Topologie, da gibt es wohl Probleme, aber man kann andere wählen. Euklidische Räume sind polnisch. Der Raum der stetigen Funktion bezüglich der Supremumsnorm ist ein polnischer Raum. Sie sehen, wir haben hier erstmal keine weiteren Einschränkungen. Diesen Begriff brauche ich nur für die Formulierung des folgenden Satzes. Und zwar, das ist der Existenzsatz von Daniel und Kolmogorov, und der sagt Folgendes aus: Sei E zusammen mit der entsprechenden Sigma-Algebra ein polnischer Raum. Und gegeben seien diese Mengen, diese Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen QJ, J Teilmenge, unser Indexmenge I endlich, und diese Familie soll konsistent sein. Und dann ist die Aussage, dass es genau ein Wahrscheinlichkeitsmaß Q auf unserem unendlich dimensionalen Produktraum E hoch I zusammen mit der entsprechenden Produkt-Sigma-Algebra gibt, mit der Eigenschaft, dass das Bildmaß von Q unter dieser endlich dimensionalen Projektion gerade mit dem vorgegebenen Maß QJ übereinstimmt. Auf den Beweis möchte ich an dieser Stelle im Detail verzichten. Ich habe Ihnen hier eine Referenz angegeben, wo Sie ihn finden. Ich möchte Ihnen aber sozusagen ein paar Schritte, die im Beweis benutzt werden, kurz erläutern, damit Sie wissen sozusagen, wie funktioniert der Beweis. Und ich möchte Ihnen auch erklären, wo die Annahme, dass E ein polnischer Raum benutzt wird, eingeht. Also die Konstruktion von diesem Maß Q beruht auf dem Satz von Karatheodori. Das ist die Stärke von diesem Satz von Karatheodori. Dieser Satz erlaubt uns auch, Maße auf unendlich dimensionalen Produkträumen zu konstruieren. Und Sie sehen, diese Produkträume können sozusagen, wenn I überabzählbar ist, auch ein überabzählbarer Produktraum darstellen. Was brauchen wir dafür? Oder was sagte der Satz von Karatheodori aus? Der sagt das Folgende aus: Wenn ich einen Semiring gegeben habe und ich habe eine additive Sigma-subadditive Mengenfunktion auf meinem Semiring definiert, dann lässt sich diese
Mengenfunktion fortsetzen zu einem Maß auf der Sigma-Algebra, die von diesem Semiring erzeugt wird. Das ist die Aussage von dem Satz von Karatheodori. Und dieses Maß ist zudem eindeutig. Was man nachweisen kann, ist, dass die Menge dieser endlich dimensionalen Rechtecke sogar eine Algebra ist und damit insbesondere ein Semiring. Also den ersten Punkt aus dem Satz von Karatheodori haben wir damit nachgeprüft. Oder hätten wir damit nachgeprüft. Das zweite ist, wir müssen zeigen, dass die Mengenfunktion Q, die wir natürlich über diese Bedingung, die wir hier stehen haben, definieren wollen, additiv ist. Und das ist eigentlich dieser Nachweis, diese Rechnung ist relativ kurz und auch nicht schwierig und beruht auf Eigenschaften von diesem Projektionsoperator. Hier geht noch nicht ein, dass wir einen polnischen Raum haben. Der polnische Raum wird benötigt, um nachzuweisen, dass diese Mengenfunktion, die wir uns definiert haben, auf diesen Zylinder, endlich dimensionalen Rechtecksmengen, auf diesen Zylindermengen, Sigma subadditiv ist. Und der Nachweis von dieser Sigma-Subadditivität benutzt ein Kompaktheitsargument und hierzu wird benutzt die Strukturen, dass E ein polnischer Raum ist. Da geht es sozusagen ein. Ich möchte Ihnen sozusagen als Abschluss die Verknüpfung herstellen von diesem Satz auf diesen abstrakten Räumen und unserer ursprünglichen Frage, lässt sich die Verteilung eines stochastischen Prozesses durch die endlich dimensionalen Verteilungen des stochastischen Prozesses eindeutig festlegen, klären. Und das ist einfach nur noch ein Korollar aus diesem Satz von Daniel und Kolmogorov. Was ist unser Setting? Also sei E zusammen mit der entsprechenden Sigma-Algebra kalligraphisch E ein polnischer Raum. Weiterhin gebe ich mir vor, einen stochastischen Prozess XT auf unserem Wahrscheinlichkeitsraum Omega FP mit Zustandsraum E. Das heißt, die Zufallsvariablen XT sind nehmen Werte in diesem Raum E an. Und dann ist die Aussage, dass es existiert genau ein Wahrscheinlichkeitsmaß Px mit der Eigenschaft, dass es eindeutig durch die Familie der endlich dimensionalen Verteilung festgelegt ist. Wie funktioniert jetzt der Beweis? Okay, wir wollen natürlich den Satz von Daniel und Kolmogorov anwenden. Aus der Bemerkung 3 haben wir bereits gesehen oder kennengelernt, dass die endlich dimensionalen Verteilungen eines stochastischen Prozesses eine konsistente Familie bilden. Und daher folgt sofort die Aussage aus diesem Satz von Daniel Kolmogorov, weil das war genau das, was wir benötigten, um ein Maß Q auf dem unendlich dimensionalen Produktraum E hoch I zu konstruieren. Und dann setzen wir diese Verteilung Px gerade gleich Q. Das ist die Definition. Und damit haben wir es erreicht, mithilfe der endlich dimensionalen Verteilung, also das sind diese Pxj, spielen die Rolle von unseren Qj, das Maß auf diesem unendlich dimensionalen Produktraum festzulegen. Gut, was haben wir sozusagen in dieser ersten Vorlesung kennengelernt? Wir haben kennengelernt die Grundbegriffe von dem stochastischen Prozess, seine Verteilung und dessen Charakterisierung. Und wir haben nebenbei ein paar Begriffe aus der Maßtheorie wiederholt und vertieft. Und als Ausblick, wo soll es als nächstes hingehen? In einem nächsten Schritt möchte ich Ihnen zeigen, was es bedeutet, dass ein stochastischer Prozess Markow'sch ist und was Markow-Prozesse sind. Und wir werden im Folgenden sozusagen immer konkreter, wir werden dieses abstrakte Setting hier verlassen und uns sozusagen mit der Indexmenge i, die dann zum Großteil diskret sein wird, also die Menge der natürlichen Zahlen beschäftigen. Und wir werden auch den Zustandsraum diskret wählen. Dazu aber beim nächsten Mal mehr.